Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, mit dabei Ressus und Nextrap. Ja, zeigt eure Skills. Und das kleine Äffchen auch. Und meins auch. Gesegnet. Danke, danke. So, Leute, wir müssen weitermachen. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen weitermachen. Und zwar, wir müssen Nicolene ansprechen. Oder? Ja, klar. Okay, alles klar. Reden wir mal mit dir. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr jemanden gefunden, der uns bei diesem Beutezug helfen kann? Ja, wir kommen voran. Ha, ich wusste, dass ihr es schafft. Wer braucht schon die alte Mannschaft, diese Verräter, wenn ihr uns helft? Genau, Quest abschließen. Super, das hätten wir letztes Mal noch machen können. Ich dachte, danach ging es noch weiter. Ja, so. Dann nehmen wir einfach die Quest vor der Tür. Hier ist ja noch einer. Warte mal, über uns ist auch eine Quest gewesen. Ja, dann nehmen wir einfach die... Oder die das? Drin ist, die Quest über euch ist Dings gewesen, die Spitze der Spitze trefft euch mit Kalin. Ah, ja, sehe ich auch gerade. Wurde mir auf dem Radar angezeigt. Sehr gut, Ressus. Ressus hat wieder schön, alles im Blick. Einem Stück wieder zu sehen. Okay, also mit wem reden wir? Mit Lambur oder was? Mit ihr? Kalin. Wie, was macht denn ihr jetzt? Mit Kalin reden? Ja. Okay. Friede, Meleril. Es gibt keinen Grund für solche Worte. Lalala. Ich bleibe hier und bete weiter um Geduld. Man, wer quatscht denn hier die ganze Zeit immer zwischen? Hallöchen, Captain Kalin. Ich bin beeindruckt. Ihr habt Yakan, Bosek direkt vor der Nase weggeschnappt. Ein richtiger Charmeur. Da sind wir noch nicht bereit. Nicht. Ich rede gerade mit ihr. Was ist noch zu erledigen? Wir machen den Beutezug und dann verlassen wir diesen Felsen. Allerdings sollten wir Bosek erst auf die Pelle rücken, wenn wir auf jeden Fall dazu bereit sind. Alles sobald klar. Dieses Ding erst einmal läuft, gibt es kein Zurück mehr. Okay, ich gebe euch Bescheid, sobald ich bereit bin. Wir haben eine legendäre Mannschaft. Höchste Zeit, Geld zu verdienen, nicht wahr? Ja, eigentlich schon. Also, wollen wir zustimmen und loslegen? Jups. Alles klar, ich stimme zu. Was jetzt? Jetzt können wir mit der echten Herausforderung beginnen. Dem Beutezug. Das Ziel ist Bosek. Dieser schleimige Bastard wird endlich bekommen, was er schon lange verdient hat. Wir werden ihm seine Transportlogbücher stehlen. Was? Seine Transportlogbücher? Wirklich? Seine Transportlogbücher sind der Schlüssel zu einem Vermögen, mein Freund. Darin sind Aufzeichnungen über jedes Schiff, das hier angelegt hat. Jede Ladung, die hier gelöscht wurde. Und jedes bisschen Schwarzgeld, das Bosek eingestrichen hat. Und wie macht uns das reich? Diese Aufzeichnungen sind ein Vermögen für König Faharajat wert. Sie sind der schriftliche Beweis, dass Bosek die Befehle des Königs missachtet und nicht damit aufgehört hat, bretonische Handelsschiffe zu überfallen. Wenn diese Papiere in seinen Händen sind, kann der König drohen, Bosek zu vernichten, falls er sein Treiben fortsetzt. Aha. Der König hat eingewilligt, euch für sie zu bezahlen. Auf Wirklich. Jeden Fall. Sein Gesandter steht jetzt schon am Dock und wartet. Sobald wir ihm die Transportlogbücher aushändigen, gibt er uns ein Vermögen in Gold. Was? Das Problem wird nur sein, in Boseks Palast zu gelangen, um die Logbücher zu stehlen und wieder mit ihnen dort rauszukommen. Das ist eure Aufgabe. Puh. Und wie mache ich das? Als erstes müsst ihr euch die Verkleidung eines Dieners besorgen, um in den Palast zu kommen. Die Papiere in der Kassette sind in der obersten Etage. Bosek hat den einzigen Schlüssel. Schüttet dieses Pulver in sein Getränk, dann schnappt euch den Schlüssel. Und dann? Die Kassette wird ständig bewacht. Die Wache ist zwar nicht allzu helle, aber der Mann wird trotzdem Alarm schlagen, wenn jemand versucht, die Kassette zu öffnen. Kümmert euch unauffällig um ihn, ohne Blutvergießen. Bis ihr mit den Papieren zurück seid, haben Lambur und ich das Schiff fertig zum Ablegen gemacht. Okay, ich bin bald wieder zurück. Jetzt können wir erstmal mit den anderen noch reden, ne? Jups. Okay, ich fange mal mit Neramo an. Oh, ja, hallo. Das ist faszinierend. Wusstet ihr, dass die Dwemer Geräte zum schnellen Zerkleinern von Obst hatten? Neramo, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette ranzukommen? Ich kann vielleicht meine Hilfe bei der Wache anbieten. Ihr wollt lautlos mit ihm fertig werden, richtig? Na, wie sieht eure Idee aus? Ich habe dieses Gerät aus Shepper ausgebaut. Wenn man es drückt, löst es einen betäubenden Schock aus. Wenn ihr es für mich testen würdet, vorzugsweise am lebenden Objekt, wäre ich euch sehr dankbar. Wir testen, oder?
bei Neramo. Klingt ein bisschen gefährlich, aber... Wir sind hier bei Elder Scrolls. Lasst mich wissen, falls es noch irgendwelche Nachwirkungen gibt. Vor allem Zuckungen. Ich bin recht interessiert an diesen Zuckungen. Okay. Machen wir auf jeden Fall. Diese Zuckungen an den Fingern. Boah. Solange sie nicht so wild rumschießen wie du oder Onkel oder Steven. So, dann mit Jakan mal kurz quatschen. Ein herrlicher Tag für eine Bootsfahrt, nicht wahr, mein Freund? Besonders, wenn ich dadurch von diesem Felsbrocken hier wegkomme, bevor Bosek mir den Kopf abschlägt. Ja, Jakan, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Bosek hat den Schlüssel immer um den Hals. Das wird ein Kinderspiel, ihn zu stehlen. Ich hole den Schlüssel von Bosek. Trefft mich hinten. Ja, klingt gut, oder, Leute? Ja, klingt gut. Alles klar. Holt eure Verkleidung und trefft mich hinten. Überlasst Bosek. Oh, ich habe aus Versehen zu schnell weggerückt. Und jetzt nochmal mit der Lederisse quatschen. Wir sind ja ein ganz schön bunter Haufen, nicht wahr? Ja, und was haltet ihr von Captain Kellins Plan? Sie hat recht. Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um auch nur in die Nähe von Bosek zu kommen. Zum Glück habt ihr mich. Gebt mir nur Bescheid und ich kann dafür sorgen, dass mein Palast die Kleidung eines Dieners für euch bereit liegt. Oh, danke, Lirissa. Ich nehme eure Hilfe nur allzu gerne an, oder, Leute? Na klar, dann stalken wir da mal rein. Trefft mich draußen vor dem Palast. Ich werde etwas Besonderes für euch aussuchen. Ja, solange es nicht irgendwie Frauenkleider sind, ist alles in Ordnung. Hoffen wir mal. So, ich bin ready. Ja, Jesus muss nochmal schnell lesen. Oh, here we go. Das alte Evangelium. Nee, wie hieß das hier? Ach, egal. Alte Testament. Ach ja, Testament. Du Ungläubiger. Super ungläubig. Schäme mich. Ich schäme mich. Wo ist denn das Ding? Ach, da hinten. Da. Riesige Palast. Guck mal, Jesus, ich hab was du nicht hast. Wo ist Jesus? Der Jesus ist voll schnell. Er hat schnelle Füße dafür. Wirklich? Lass mich durch. Wo ist der da ganz? Oh. Okay, wo ist der Risse? Da vorne. Er schnappt sich auch sein Gaul. So, hier oben ist es. Würdest du bitte von deinem Pferd absteigen? Das ist total unhöflich, hier mit dem Pferd reinzureiten. Na, sieh an, wer da zu Besuch kommt. Ja. Habt ihr eine Verkleidung für mich gefunden? Oh ja. Probiert mal diese an. Ich bin sicher, sie wird euch passen wie angegossen. In der Zwischenzeit werde ich meine Durchsuchung des Palasts fortsetzen. Alles klar, lebet wohl. Okay, Klamotten anziehen. Oh, hab ich hier wieder Krempel. Ich hab die Klamotten nicht. Du kriegst sie doch von der Larissa. Ja, ich habe ihr aber nicht geholfen. What? Wie machen wir dann jetzt das jetzt hier? Ja, ich denke mal. Ich mache. Ich hole mir jetzt auch eine Verkleidung. So, wie schaue ich denn jetzt aus? War auch nicht anders als davor. So, ich hier. Ja. Ich komme auf Elfen nicht klar, die sehen immer so ein bisschen komisch aus. Aber du, dein Riesenschwert dahinter als Diener verkleiden mit irgendwelchen Malereien. Das ist mein Besen. Da sind bloß die ganzen Bürsten abgefallen, ja? Das ist kein Schwert. Was hast du denn da hinten auf dem Rücken? Ein komisches Stück Stab. Nur ein Stück Stab. Ich bin noch nicht so stark, dass ich einen ganzen Stab tragen kann. Ach so. So, ich musste gerade einen Kammerdiener bestechen, dass ich auch eine Verkleidung kriege. Jesus, ne? Du kannst mit allen bestechen. Erst einmal ich habe ihn einfach die Hand aufgelegt. Genau. Hört gesagt, sich auch ziemlich komisch an, aber ja. Gib mir nur deine Kleidung. Und Gott wird dir vergeben. So. Alles klar, sie. Erstmal da hinten in der Ecke. Oh. Das ist die Julia. Julia. Und sie ist Knochen. Was denn jetzt? Habt ihr Oberhaupt Bosse gesehen? Hat euch auch angeschrien, oder?
Ja. Er ist gerade da rausgegangen, um sich mit den neuesten Schlampen vom Festland zu vergnügen. Beeilt euch lieber und schenkt ihm nach. Ihr wollt ganz sicher nicht, dass er auf dem Trockenen sitzt. Na, ja, stimmt, stimmt, ne? Was klar, der ist draußen, der Lump. Jesus. Jesus. Hinaus. Der war Julia. Julia und Jesus. So, wo ist der ja? In seinem kleinen Harlem. Oh, Jakan, der alte Playboy wieder hier. Was? Hat er die alle platt gemacht? Ich glaube, ihn hat aber auch durchgenommen, oder? Er ist da nicht wählerisch. Ah, mein demütiger Diener. Gerade rechtzeitig. Was mit Bosek passiert? Mein lieber Freund Oberhaupt Bosek erholt sich von seinem Intermezzo mit diesen beiden lieblichen Damen. Mit denen hat man alle Hände voll zu tun. Und man weiß gar nicht, wo man als erstes hingucken soll. Warum bringt ihr den Schlüssel des guten Oberhaupts nicht zur sicheren Verwahrung nach drin? Na, das werde ich tun. Okay, habt ihr auch den Schlüssel? Jo, ja, wir müssen erstmal rinnen. Oh. Nein. Rinne, rinne. In den Palast. Oh, das sieht so schön aus hier. Hui. Bisschen mal Umgebung genießen. So, jetzt müssen wir nach oben. Ja. Schon sagen, der zeigt mir wieder Ziel hinter mir. Da ist der. Oh. Das kann ich dann von nutzen. Alter, vor allem von allen drei Seiten. Ich glaube, der zuckt jetzt nicht mehr. Plötzlich auf dem Boden. Ah doch, der macht noch irgendwas. Bosex-Kassette. So, Transportlogbücher haben wir. Jetzt schnell zurück. Ich mach'n. Genau. Jesus macht nach, ich mach hin. Ach nee. Ah doch. Nee, wer. Jesus macht nach, ich bin schon raus. Ja, ja, ja. Jesus macht vor, ich mach nach. Aber in dem Moment habe ich nur Nextrap neben mir fliegen sehen, dachte ich, hä? Wo ist denn Jesus jetzt auf einmal hin? Der eine Affe macht's, die anderen Affens nach. Affens nach. Ja, wir haben's heute echt mit der Aussprache. Keiner kommt hier klar. Was los? Weiter geht's oder was? Müssen noch wieder zurück. Das stimmt doch, Nachaffen. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Mir fehlt das Kämpfen. Ihr seht so aus, als ob ihr. Oder heißt es Effen? Nach Effen? Nach Effen glaube ich nicht. Nach Äffchen. Nach ihnen, mein kleines Äffchen, nach ihnen. Ui. Was macht denn der Bock hier? Ziege. Lass Jesus. Stirb, Ziege. Ich dachte, du bist der Freund der Tiere. Das habe ich. Ihr könnt ganz ohne Hilfe auf euch aufpassen. Boah, das ist eine Nackte mit einem riesigen Schwert in der Hand. Was? Eine Nackte? Ja, fast nackt. Eine Unterwäsche. Ja, ist Pandora Dex. Ein Unterwäschemodel. Wo denn? Oh, sie ist schon erwischt. Oh, na super. Ich krieg's wieder nicht mit. Komm zurück! Mit wem soll ich denn hier reden? Hier sind so viele. Achso, da, es gibt einen Kalin. Werter Freund, willkommen zurück. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Aber sicher doch, hier sind die Transportlogbücher, Captain. Hier, Tarwab, die Schiffsbücher, die Boseks Missachtung der königlichen Dekrete belegen. Kommt, Zeit zu gehen. Geil, ich kann mit meinem Gaul hier drauf. Haben wir extra breit gemacht. Extra breit for my Gaul. Die wackelt aber auch so in ihren Arsch. Ja, deswegen gehe ich auch die ganze Zeit nur hinter ihr. Hoch mit euch, alle Mann an Deck. Bereit zum Ablegen, Kameradin. Ich hab ja immer noch hier Robits Dieners an. Gleich mal wegschmeißen damit. Ich behalte die an. Ich tarn mich. Dann sehe ich aus wie ein NPC. Ich stelle mich einfach irgendwo in der Stadt in der Ecke und dann zähle ich einfach, wie viele Leute mich immer verwechseln mit einem NPC. Ist sowieso voll oft schon passiert, dass die Leute einfach zu einem hinrennen und dann erst raffen so, oh, das ist ja gar keiner, das ist ja ein richtiger Spieler. Zumindest die Anfänger, die Noobs so. Endlich! Oh, sie ist angekommen. Nach Betnik. Ich habe meinen Clan vermisst. Okay, wir sprechen mal kurz mit ihr. Sprecht mit der Mannschaft, bevor wir nach Betnik aufbrechen. Lernt sie kennen. Das wird eine lange Reise. Wollen wir die noch quatschen? Na klar.
Nun gut, ich werde die Mannschaft kennen. Ach so. Ja, dann lass die Segel setzen. Nö. Gequatsche will doch keiner mitbekommen. Und falls ihr Lust habt, die Gequatsche mitzubekommen, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann reden wir natürlich ausführlicher mit den ganzen Leuten. Aber meiner Meinung nach will man eher ein bisschen Action sehen, anstatt das ganze Gelaber halt. Das Wichtige ist ja in Ordnung, das muss ja auch sein. Aber die ganzen Nebensachen und so ist ja nicht so wichtig. Okay, ich bin jetzt bereit zu gehen. Setzen wir die Segel, oder was, Leute? Ja. Okidoki. Dann brechen wir nach Betnik auf. Ab nach einer Betnik. Eine Insel, die dem Bündnis noch nicht beigetreten ist. Okay, ich hoffe darauf, das zu ändern. Lambur freut sich, nach Hause zu kommen. Sie wird sich vielleicht mit etwas Ale bei euch bedanken wollen. Mein Rat? Schafft ihr 6 Krüge, werdet ihr eine Freundin fürs Leben haben. Was? Ich muss mit der nur 6 Krüge saufen, dann ist sie meine Beste? Krrr. Auf geht's. 6 Krüge. Achso, ja. 6 Krüge. 6 Krüge, ja, das ist... Kannst du ja fast mit 6 Liter vergleichen. In Elder Scrolls trinke ich 20 Krüge. Ja. Ich bin im Nord, für uns ist das ja alltäglich. Wir müssen uns auch immer... Das ist wie mit den Russen. Die saufen auch voll viel, weil es bei denen so kalt ist. Und sind abgehärtet gegen Alkohol. Nur mal die Videos ansiehst auf YouTube, was da für eine Besoffenen da rumlungern. Wo, in Russia oder was? Überall eigentlich, aber da speziell gab es auch so einige witzige Videos. Oh yeah. Der eine am Zaun so wieder da rumkrebelt. Ja, das lustigste Video, was ich eigentlich so mitgesehen habe, ist mit dem, ich weiß aber gar nicht, ob das der Russe war, auf jeden Fall dieser Typ, der da angehalten wurde und der sollte dann pusten, da hat er halt dieses Gerät in der Hand bekommen und anstatt zu pusten, hat er das so angehoben, weil er dachte, das ist irgendwas zu trinken, Alter, und wollte daraus trinken, Alter, aus diesem Puste-Ding. Das war auf jeden Fall richtig lustig, so ein alter Opa. Aber das ist auch sehr bekannt, das ist auch schon alt. Aber naja, gut, genug von den Rushers. Sind auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiges Volk. Auch ein korrektes Volk. Mal gucken, wir sind jetzt hier bei den Orks gelandet. Oh, ob man die vergleichen kann, glaube ich eher weniger. Aber, naja, wir beenden das Ganze mal an dieser Stelle. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao. Tschüss.